Reinhardt spricht. Erschien in den 20er Jahren diese Ankündigung auf den Versammlungsplakaten. Dann füllten sich in der Hauptstadt vom Wedding bis Neukölln, vom Friedrichshain bis Weißensee die Säle. So war es auch in anderen Städten Deutschlands. Immer wieder erklang Weihnachtslied der rote Wedding, das allen Reaktionären den Kampf ansagte. Feuerwehrmann. Hallo, hier geht es drauf und dran. Wo brennt's im Land? Wo wackelt die Wand? Ich bin der rote Feuerwehrmann. Wir halten Stand, den Hydrant in der Hand. Wo ist der Alarm? Immer umgeschnallt. Wem ist zu warm? Dem gebe ich kalt. Wo die vaterländische Flamme plagt, wo die Schupo auf die Proleten brecht, da wird dran gehakt, da wird gelöscht. Wo es quiemt in der deutschen Kaffeemütze vor lauter Kriegsbegeisterungshitze, immer ran mit der Spritze. Wo sich die Stahlhelmkadetten besaufen für Kirche und Kapital, da nehmen wir sie unter den kalten Strahl, da lernen sie laufen. Achtung, wer hier mit dem Feuer spielt, der wird abgekühlt. Die Fratzen mit den Etappenmonokeln, die sollen uns nicht die Bude verkokeln. Straße frei, wir rücken an. Platz für den roten Feuerwehrmann. Bei Tag und Nacht geht's fest daran, mit Herz und Hand. Da wackelt die Wand. So lebt der rote Feuerwehrmann, mal durchgebrannt und mal abgebrannt. Wer unsere Fahne in Brand gesteckt, dem schlagen wir die Fassade ein. Wir sind Soldaten ohne Respekt und wollen es sein. Wir pfeifen auf jede Ordnungsstütze und qualmt der Spieß aus jeder Rätsel immer ran mit der Spritze. Wo es mufft nach altem Weihrauchduft, da machen wir frische Luft. Der Ministerbonze mit Ordensschmuck, der kriegt eins auf den Zünder. Ein Strahl mit drei Atmosphären, ruck, immer runter mit dem Zylinder. Mit Gott für König und Vaterland, jawohl, mit dem Bein in der Hand. Nur keinen Blindenalarm gezogen, sonst werden die Fensterscheiben verbogen. Straße frei, wer hat, der kann. Platz für den roten Feuerwehrmann. Mal geht es los, mal fängt es an. Dann kommt der Krach, da wackelt das Dach. Hallo, der rote Feuerwehrmann, den ersten Schlag. Immer fester nach. Paläste stürzen, die Straße brennt. Es qualmt und stinkt im Parlament. Wie stehen die Kurse? Die Börse brennt. Letzte Notierung? Die Welt ist kaputt. Bis zum letzten Prozent alles Dreck und Schutt. Das Zuchthaus brennt. Es brennt die Kaserne. Sprengkapseln ran. Hier krachen Konzerne. Die Menschen schindern an die Laterne. Wir schlagen die alte Welt in Stücke. Und wenn die letzte Zwingburg fällt, dann rauf auf die Trümmer und ran mit der Picke. Dann bauen wir uns eine neue Welt. Straße frei. Wer fängt hier an? Platz für den roten Feuerwehrmann. Zerstörtes Liebesglück. Die Jungfrau Irene mit vom Zahn der Zeit noch unangebohrter Weiblichkeit hegte noch immer die himmelwärtsen Ideale nebst Sonne unterm Herzen und fühlte anhand von Romanbeilagen sich durch den Kampf ums Dasein getragen. Einem jungen Mann, er hieß angeblich Max, warf Irene sich eines Abends stracks ans abwaschbare Chemisett. Max benahm sich als seriöser Verehrer und war außerberuflich Erklärer im anatomischen Kabinett. Als sich die zwei etwas näher traten, war Irene die Liebe noch etwas Mystisches. Aber Max, als Fachmann in Wachspräparaten nach neuesten Forschungsresultaten, hielt sie für etwas durchaus Realistisches. Und am nächsten Nachmittag um 4 nahm er Irene in das Museum mit. Und da erklärte er ihr den ganzen Kitt. Vom ersten Kuss bis zum Kaiserschnitt und wie das alles funktioniere. Aber Irene wurde es übel dabei. Sie sagt, es wäre eine Schweinerei und dass sie lieber alleine bliebe, denn sie hätte die Nase voll von der Liebe. Aber dessen unentwegt demonstrierte Max lächerliche Extremitäten aus Wachs.
auch wäre kein Grund zum Übergeben. Ein moderner Mensch sei dagegen immun. Und außerdem müsse das gesamte Liebesleben auf wissenschaftlicher Basis beruhen. Seitdem war es um Irene geschehen. Das ganze süße Geheimnis, wie komisch, wo andere mit lyrischer Wonne sehen, erschien ihr jetzt grauenhaft anatomisch. Und jedes Mal, wenn sie wieder bei Max am aufgeklärten Busen ruhte, dachte sie an den Aufklappmenschen aus Wachs. Und dabei wurde ihr quadrig zumute. Moral? Man soll sowas nicht auf die Spitze treiben. Dem Volke muss die Religion erhalten bleiben. Walter Kornfrank, eine sächsische Revolutionsballade. Walter Kornfrank stand in der Etappe wegen Nervenschock und steifes Knie. Walter Kornfrank war der größte Klappe und Scherzant der Arbeitskompanie. Wie nur 18 alles rumkrakeelte, hat er keine steifen Beine mehr. Walter war dabei und Walter grillte, denn nu war er revolutionär. Da hat Walter mächtig rumgeschlenkert und sich Kaiser Wilhelm vorgekneppt und den ganzen Schieber angestänkert und am liebsten egal weggekeppt. Egal baute Walter Barrikaden. Aber wenn's mal richtig wo geknallt, dann saß Walter bei der Braut im Laden, in Zivil und alles abgeschnallt. Wie nun endlich dieser Tratsch vorüber, hat er sich eine neue Braut gefischt. Emmas Vater war ein Seifenschieber, doch das machte Walter weiter nicht. Aber manchmal, wenn er ihn geschmettert, dann hupt Walter auf den Stammtisch rum, wie er auf der Barrikade rumgeklettert, und dann schmeißt er 20 Gosen um. Dann erzählt er wieder von Granaten, Gasangriff und Schützenkram, Dreck, und die Sache mit den Barrikaden hätte schließlich überhaupt keinen Zweck. Heute hat nur Walter seine Bleibe. Einmal muss ich ja doch alles geben. Walter hat die kleine Nuttenkneipe Friderikus Rex. Der Mensch muss leben. Und die Griecher aus den großen Dachen sitzen da bei ein paar Bullen Sprit. Und da wollen sie siegreich Frankreich schlagen. Und da schlägt doch Walter feste mit. Herr Chefredakteur spricht zum Stabe. Meine Herren, wir sind ein Abendblatt, das Leser aus allen Parteien hat. Drum ersuche ich Sie vor allen Dingen, Ihre private Gesinnung nicht anzubringen. Der Herr politische Redakteur, Sie dürfen heute nicht mehr allzu sehr den Demokratismus propagieren. Wir müssen den Stahlhelm respektieren. Erhalten Sie uns auch die Sympathie der nationalen Großindustrie und üben Sie mehr Kritik am Staate. Wir haben von Hugenberg Großinserate. Das gilt auch für den Herrn vom Kunstbetrieb. Auch Sie, mein Herr, müssen sich im Prinzip, bevor Sie Filme rezensieren, beim Inseratenchef informieren. Herr Feuilleton-Redakteur, wie unvornehm behandeln Sie das Verhütungsproblem. Sowas muss dezenter geschrieben werden. Von Potsdam haben wir 16 Beschwerden. Hingegen bei der Serie vom Kaiserhaus kam diesmal zu wenig Intimes heraus. Bringen Sie möglichst nur Bettvorgänge. Wir haben doch solche Sachen in Menge. Und nun, meine Herren, noch ein Wort im Vertrauen. Wir müssen jetzt mehr nach rechts hinschauen. Ein nationaler Konzern hat Interesse schon lange. Verhandlungen sind bereits im Gange. Darum darf ich wohl hoffen, dass unser Blatt bald eine neue Basis gefunden hat. Für die Herren, die bereit sind mitzugehen, ist Gehaltsaufbesserung vorgesehen. Einen Druck üben wir natürlich nicht aus, aber ich hoffe, Sie halten treu zum Haus. Wollen Sie sich bitte die neue Gesinnung besorgen? Nach außen, verstehen Sie, meine Herren. Guten Morgen. Zeitgenossen, der Schrei aus der Tiefe. Als ich noch Kabarettist war, also da schob eines Abends ein Mensch mit weltschmerzlicher Krawatte um den künstlerischen Leiter herum und ersuchte ihn um ein Probeauftreten. Sein Name wäre Ziebe. Er schlüge ganz neue Wege in der Vortragskunst ein. Die künstlerische Leitung hatte nichts dagegen und ließ ihn einschlagen. Ich war gerade mit meiner Nummer fertig. Das Publikum lachte, klatschte und brüllte und lockte noch drei Nakapi aus mir heraus. In der Garderobe stellte sich mir Herr Ziebe vor. Herr Ziebe lachte nicht etwa mit, sondern im Gegenteil, er hub an, mich zu belehren. Sehen Sie, was Sie da machen, ist ja ganz nett, aber es ist doch nichts leichter, als ein Publikum lachen zu machen. Gerade wir als Revolutionäre sollten die Leute da unten aufrütteln, erschüttern, zerschmettern. Ich trete jetzt auf.
Hören Sie sich meine Sachen an. Und Herr Ziebe trat auf. Ich bringe der Schrei aus der Tiefe. Worte von mir. Und Herr Ziebe brachte und schrie etwa Folgendes aus der Tiefe. Da sitzt ihr nun und prasst und schlemmt. Wir haben kein Obdach, wir haben kein Hemd. Mit gierigen Fingern krallt uns die Not. Unsere heilige Kunst, die geht nach Brot. Als Herr Ziebe dann seine Tiefe ausgeschrien hatte, regte sich in der Tat keine Hand. Stolz trat er zu mir und sagte, sehen Sie, das saß, die wagen gar nicht zu klatschen. Und das nenne ich revolutionäre Vortragskunst. Dies sagend, schritt er trutziglich von dannen. Ein teures Andenken. Nach dem Etat des Reichsinnenministeriums wurden im Jahre 1929 für die Unterhaltung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals vor dem Berliner Schloss 370.500 Mark angefordert. Der ganze Kram aus Wilhelms guter Stube steht uns noch heute im Wege rum. Das brandenburgische Panoptikum, der Heldenkaiser in der Löwengrube, das steht und strotzt. Das kommt nicht um. Vor diesem kriegerischen Scheibenkleister steht sonntags die Provinz mit offenem Maul. Speziell Konditorinnungsmeister sieht man den schön garnierten Gaul auf seinem Löwenuntersatz mit Spießen, mit tiefem Fachmannsblick genießen. Und das ist unser Nationaldenkmal. Denn jede Metropole braucht sowas. Sind wir auch demokratisch-liberal, da wir kein anderes haben, nehmen wir das. Damit der olle Grünspan-Imperator nicht unterm Zahn der Zeit zu leiden hat, kommt ab und zu ein Denkmalskonservator. Dann findet eine Säuberung statt. Denn dort sind eine Masse Möwen, die kleckern auf die Bronzelöwen. Die kleckern auch dem Kaiser auf das Haupt. In Friedenszeiten war das nicht erlaubt. Ja, lieber Freund, was meinst du, was das kostet, dass dir dein Heldenkaiser nicht verrostet? Dass du die Nase ins Gesicht behältst. Der ganze wundervolle Quark, der kommt uns Tag für Tag rund 100 Mark. Und das wird auf den Reichsetat gewälzt. Du stehst mit durchgewetzter Hose vor diesem Haufen Bronze da und kalkulierst. Die Summe reichte ja für täglich 65 Arbeitslose. Da fallen uns alle Sünden wieder ein. Denn hätten wir das damals abgeräumt und nicht versäumt, uns auch von denen zu befreien, die Kaisermonumente retten, anstatt die Kinderchen vom Hinterhaus, dann gäb's das nicht. Dann sähe das anders aus. Tja, wenn wir hätten. Das Lied von der Rationalisierung. Du stehst an der Stanze und machst deinen Kram pro Tag 5000 Beschläge. Und kommst du nach Haus, bist du krumm und lahm. Man wird eben älter, Kollege. Und eines Tags kommt der Ingenieur. Wir kriegen jetzt neue Maschinen mit automatischem Transporteur. Da können Sie gleich zwei bedienen. Dann holt er sich deinen Nachbarn ran. Ja, wir müssen sie leider entlassen, Mann. Dann machst du die Arbeit für zwei. Die Arbeit für zwei. Doch für einen der Lohn. Und bleibst du hinter der Kalkulation, dann bist du an der Reihe. Aber der Betrieb geht wie geschmiert. So wird rationalisiert. Und denkst du, du stehst noch fest im Betriebe, da stehst du schon draußen mit einem Fuß am Schalter der amtlichen Nächstenliebe. Heute ist der's und morgen bist du's. Dann heißt's, hier haben Sie Ihr Papier, nun rücken Sie die Maschine aus und nun machen Sie, dass Sie rauskommen hier. Raus. Du stehst auf der Straße. Du kommst nach Haus. Deine Frau, die zittert vor Schrecken. Du packst deine letzte Lohntüte aus. So, nun können wir langsam verrecken. Die Kinder haben nichts anzuziehen. Nächsten Freitag kassieren sie die Miete. Und der Hauswirt, der hält sich an den Termin. Schöne Aussicht, mit Gottes Güte.
Im Nebenhof ist der Gerichtsvollzieher. Der schmeißt eine Familie aus ihrem Quartier mit den Habseligkeiten ins Freie. Kollege, das ist dann das Ende vom Lied. Bald kündigen sie auch dir den Kredit, dann bist du an der Reihe. Aber das Gericht bleibt ungerührt. Wer nicht zahlt, wird exmittiert. Du guckst auf den Hof und besiehst dir den Jammer und winkst einen traurigen Abschiedsgruß. Wie lange bist du noch in Küche und Kammer? Heute ist er's. Und morgen bist du's. Dann heißt's, sie beziehen im Asylquartier und die Kinder im Fürsorgehaus. Und nun machen sie, dass sie rauskommen hier. Raus! Proleten, das ist euer tägliches Los. Es fragt sich, wie lange ihr mitmacht. Das Gesindel braucht euch so lange bloß, solange ihr ihm den Profit macht. Ihr habt ihnen doch die Maschinen gebaut, womit sie Millionen verdienen. Dafür habt ihr trockenes Brot gekaut. Sie gehören euch, die Maschinen, und euch gehört das Land überhaupt. Und was ihr euch alles gestohlen, geraubt, die kapitalistischen Haie. Doch wenn ihr entschlossen zusammensteht, dann wird das Obere nach unten gedreht. Und dann sind die an der Reihe. Jeder Kapitalist wird exmittiert. So wird rationalisiert. Dann fliegen die Fettsäcke auf die Straße. Genossen, dann drehen wir um den Spieß. Dann wird gemessen mit gleichem Maße. Heute warst du's und morgen sind dies. Dann heißt's, meine Herren, jetzt bestimmen wir. Mit der Ausbeuterei ist es aus. Und nun machen Sie, dass Sie rauskommen hier. Raus! Mit Ausnahme der Kommunisten. Klassengenossen, in welchen Lagern ihr stehen mögt, hat euch das Wort der Regierung nicht tief zu denken gegeben? Alle Parteien sind zugelassen, am Sender Wahlpropaganda zu treiben. Mit Ausnahme der Kommunisten. Noch einmal, hört aufmerksam zu. Alle mit Ausnahme der Kommunisten. Wisst ihr denn, was das bedeutet? Wisst ihr denn, was sie damit gesagt haben? Alle Parteien durchkreuzen der Regierung nicht die gottgewollte Regelung der Dinge. Alle mit Ausnahme der Kommunisten. Alle Parteien rühren nicht an der Ordnung der Kirche, des Kapitals und der Volksentrechtung. Alle mit Ausnahme der Kommunisten. Ja, Klassengenossen, das ist die Wahrheit. Die Regierung hat hier die Wahrheit gesprochen. Die Regierung ist die Bastei des Profits. Sie wird jeden Aufruf ersticken, der den Brand in ihre Festung schleudert. Sagten nicht die Sozialdemokraten, wir stürzen den Kapitalismus? Glaubt ihr, Klassengenossen, wenn dem so wäre? Glaubt ihr, wenn die Regierung nicht wüsste, dieser Sturm kommt nur aus der Windmaschine? Glaubt ihr, sie ließe Sozialdemokraten am Sender sprechen? Sagten nicht die Nationalsozialisten, wir stürzen den Kapitalismus? Meint ihr denn, der Generalstab des Kapitals ließe die Nationalsozialisten ans Mikrofon, wenn er nicht wüsste, dass diese seine getreuen Dienstmänner sind? Klassengenossen, wo ihr auch stehen mögt, hat die Regierung nicht die Verfassung beschworen? Zerreißt sie nicht diese selbe Verfassung, da sie der Partei der Arbeiterstaatsbürger das Recht der Propaganda zertritt? Welche Furcht müssen die Herrschenden haben vor der Propaganda der Freiheit? Welche Furcht vor der Wahrheit? Alle werden ihr Ethersprüchlein aufsagen. Die Schwachköpfe des Liberalismus, die Militäranwärter des Dritten Reichs, die Eiferer der Heiligen Inquisition, die weimernden Bittsteller der SPD, alle, die den Turm der morschen Bastei mit dem Mörtel der Volksgemeinschaft kitten. Alle, mit Ausnahme der Kommunisten. Denn alle werden den Ausweg nach rückwärts empfehlen. Alle werden die Ordnung der Unterdrückung verewigen, die einen aus machtrohem Trieb, die anderen aus Hilflosigkeit. Alle, mit Ausnahme der Kommunisten.
Klassengenossen, in welchen Lagen ihr stehen mögt, hier ist das Attest, ausgestellt von der Reaktion. Sie kennt nur den einen Feind, die Kommunisten. Sie glaubten uns zu beleidigen, aber sie haben es nicht bedacht, wie sehr sie uns ausgezeichnet haben. Eine deutsche Mutter. Am Freitag holten sie den Jungen weg. Er griff noch schnell nach ihrer Hand. Nicht weinen. Sie weinte nicht. Sie stand ganz weiß vor Schreck. Ganz weiß vor Schreck. Sie hatte nur den einen. Sie lag im Fenster bis um Mitternacht. Dann rannte sie zum Polizeirevier. Um 7 ist er aus dem Haus gebracht. Hans Fischer, Jakobstraße 6, nicht hier. Sie lief zum Polizeipräsidium. Hans Fischer, ist hier gar nicht eingetragen. Nicht eingetragen? Lange stand sie stumm, ganz weiß vor Schreck. Wo kann man das erfragen? Die lachten nur. Das ist so eine Sache. Vielleicht in Tempelhof, Kolumbiahaus. Sie lief dorthin. Da stand ein Postenwache. Hans Fischer, lieber Herr, ist der schon raus? Das weiß ich nicht, es sind so viele hier. Sie fasste seine Hand. Es ist mein Sohn. Dann fragen Sie beim Polizeirevier. Sie stand ganz weiß vor Schreck. Da war ich schon. Der Posten sagte, bitte weitergehen. Sie lief zurück zum Polizeirevier. Es war schon morgen. Ach, Sie suchten wen? Hans Fischer, Jakobstraße. Der ist hier. Die Tränen liefen über ihr Gesicht. Kann ich ihn sprechen? Kommt er nicht bald raus? Der Mann am Tische sagte, leider nicht. Er ist gestorben. Sieht auch nicht gut aus. Ihr Mund stand offen, doch es kam kein Wort. Man führte sie behutsam vor die Tür. Im kalten Morgen stand sie wie verdorrt und sank zusammen wie ein Stück Papier. Vor 1000 Türen 1000 Mütter sterben. Doch einmal wird ein wilder Wind aufstehen, die kalte Asche ihres Grams verwehen und wird die bleichen Mütterwangen färben. Und 1000 Mütter stehen auf im Land, der toten Söhne Fahne in der Hand. Jon Scheer und Genossen. Es geht durch die Nacht ist kalt. Der Fahrer bremst, sie halten im Wald. 10 Mann geheime Staatspolizei. 4 Kommunisten sitzen dabei, Jon Scheer und Genossen. Der Transportführer sagt, kein Mensch zu sehen. Jon Scheer fragt, warum bleiben wir stehen? Der Führer flüstert, die Sache geht glatt. Nun wissen Sie, was es geschlagen hat. Jon Scheer und Genossen. Sie sehen, wie die ihre Pistolen ziehen. Jon Scheer fragt, nicht wahr, jetzt müssen wir fliehen. Die Kerle lachen. Na, wird es bald. Runter vom Wagen und rein in den Wald, Jon Scheer und Genossen. Jon Scheer sagt, so habt ihr es immer gemacht. So habt ihr Karl Liebknecht umgebracht. Der Führer brüllt, schmeißt die Bande raus. Und schweigend steigen die Vierer aus, Jon Scheer und Genossen. Sie schleppen sie in den dunklen Wald. Und 12-mal knallt es und widerhallt. Da liegen sie mit erloschenem Blick. Jeder 3 Nahschüsse im Genick, Jon Scheer und Genossen. Der Wagen saust nach Berlin zurück. Das Schauhaus quittiert, geliefert 4 Stück. Der Transportführer schreibt ins Lieferbuch, 4 Kommunistenführer beim Fluchtversuch, Jon Scheer und Genossen. Dann begibt er sich in den Marmorsaal zum General, der den Mord befahl. Er stellt ihn mitten im brausenden Ball. Zu Befehl, Exzellenz, erledigt der Fall, Jon Scheer und Genossen.
erledigt der Fall. Bis zu einem Tag, da kracht seine Türe vom Kolbenschlag. Er springt aus dem Bett. Was wollt ihr von mir? Komm mit, Exzellenz. Die Abrechnung für Jon Scheer und Genossen. Kinderspiel in Madrid. Maria sitzt auf dem Stein. Maria, bist du allein? Komm doch in meinen Garten zu mir. Wo ist die Tür? Ach, such sie dir. Die Kinder singen und springen im Kreis. Sie freuen sich ihres heiteren Geschreis. Maria sitzt auf dem Stein allein. Sie kann nicht mittanzen. Sie hat nur ein Bein. Ihr ganzes Beinchen hüpft mit im Schritt. Da hüpft auch das halbe Beinchen mit. Der kleine Pedro geht tastend im Kreis. Er langt nach Gesichtern, behutsam und leis. Er tastet mit offenen Augen umher. Denn Pedro hat keine Augen mehr. Maria sitzt auf dem Stein. Maria, bist du allein? Komm doch in meinen Garten zu mir. Wo ist die Tür? Ach, such sie dir. Und wie es zu dunkeln begonnen hat, da heult und donnert es über der Stadt. Der Kinderaugen sind schreckensgroß. Sie lassen die heißen Händchen los. Maria zittert auf einem Bein. Der blinde Pedro wird blass und klein. Doch als der letzte Donner verscholl, war wieder die Straße von Kindern voll. Und wo auch der Tod seinen Hammer schwingt, das unbesiegbare Leben singt. Maria sitzt auf dem Stein. Maria, bist du allein? Komm doch in meinen Garten zu mir. Wo ist die Tür? Ach, such sie dir. Abschied von Spanien. Letztes Lied der 11. Internationalen Brigade. Von den hohen Pyrenäen lasst uns noch ein letztes Mal über Wald und Feld und Tal in das Land hinuntersehen. Teures Land zu unseren Füßen. Edles Spanien. Lass dich grüßen, wo wir kämpften Tag und Jahr. Spanien, das uns Heimat war. Nie wird dich vergessen, Schöne, der für deine Freiheit stritt. All die Liebe deiner Söhne tragen wir im Herzen mit. Viele ruhen in deiner Erde, aber diese Saat geht auf. Regne deine Tränen drauf, dass ihr Blut nun fruchtbar werde. An dem Tag, wo von den Höhen deines Siegesfahnen wehen, grüßen wir von Land zu Land, treu dem Geist, der uns verband. Lebt nun wohl, geliebte Brüder, die wir nicht mehr wiedersehen. Wenn wir in die Ferne gehen, gehen mit uns doch eure Lieder. Wo wir in der Welt auch wandern, einer weltenfern dem anderen, nirgends werden wir allein. Spaniens Geist wird mit uns sein. Nie wird dich vergessen, Schöne, der für deine Freiheit stritt. All die Liebe deiner Söhne tragen wir im Herzen mit. Angriff, Tank, Brigaden, da uns ruft der Freiheitskrieg. In die Schlachtfront, Kameraden, Spaniens Sieg ist unser Sieg. In die Schlachtfront, Kameraden, Spaniens Sieg ist unser Sieg. Aus vielen Ländern eint uns doch der Zeitgebot. Unsere Kraft nur wird sie ändern. Freiheit heißt Faschisten tot. Unsere Kraft nur wird sie ändern. Freiheit.
heiß und wild sein, singt dem Tod ein Donnerlied. Unsere Pflicht wird erst erfüllt sein, wenn der Freiheit Fahne glüht. Unsere Pflicht wird erst erfüllt sein, wenn der Freiheit Fahne glüht. Der Führer, deutsches Volkslied. Manch gekrönter Abenteurer hat in Deutschland schon regiert. Manche polternden Erneuerer haben uns schon angeführt. Viel war nie davon zu halten, doch man konnte es noch verstehen. Diese, auch als Staatsgewalten, waren immerhin Gestalten. Aber ausgerechnet den... Wer nun in der Zeit der Krise irgendeiner aufgetaucht, ein Prophet, ein Kerl, ein Riese, wie die raue Zeit ihn braucht, gleich als Tempelstürmer kenntlich, ein Rebell, ein Phänomen, wo die Menge ruft, na endlich, alles wäre noch verständlich. Aber ausgerechnet den, diesen Hindenburg-Umschwänzler, diesen tristen Hampelmann, diesen faden Temperenzler, der es nicht mal mit Weibern kann, diesen Selterwassergötzen, dies Friseurmodell auf schön, davon lasst ihr euch beschwätzen? Und man fragt sich mit Entsetzen, aber ausgerechnet den? Später einmal unsere Kinder sehen ihn im Panoptikum. Um den ausgestopften Schinder stehen sie dann verwundert rum. Und sie werden von euch sagen, alles könnte man verstehen, was das Volk in früheren Tagen an Gestalten schon ertragen. Aber ausgerechnet den. Das Lied vom braunen Maikäfer. Maikäfer, flieg, was wird noch aus dem Krieg? Der Führer wollt nach England, wohin er nur den Weg nicht fand. Maikäfer, flieg, wohin ist Rommels Sieg? Er wollte bis nach Indien doch, nun pfeift er auf dem letzten Loch. Maikäfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist im Kohlenschacht, dein Bruder sitzt auf Luftschutzwacht. Maikäfer, flieg, die Kleinen fraß der Krieg, die Reihe ist nun am Mittelstand, Mittelstand ist abgebrannt. Maikäfer, flieg, 4 Jahr ist nun schon Krieg und kahl gefressen ist dein Baum. Wo ist denn nun dein Lebensraum? Maikäfer, flieg! Bekenntnis eines Künstlers zur neuen Welt. Wo lebt ich denn, bevor mir mein Gehege das Steingeröll des Untergangs zerschlug? Ich lebte hin in dumpfem Selbstbetrug und hatte an der einen Lust genug, dass mich die Welt, nicht dass ich sie bewege. Wer war es denn, dem im geschaffenen Bild ich mich mit meinem Sinn und Herz enthüllt? Dem Marktgetriebe reicher Tagediebe. Man lobte mich, man hob mich auf den Schild. Doch wollte ich nicht nur Lob, ich wollte Liebe. Ich wollte Liebe. Doch ich wusste nicht, dass die mich lobten, gar nicht lieben konnten. Vergebens späht ich aus nach Horizonten. Da wandte ich ganz nach innen mein Gesicht. Und immer trüber ward das eigene Licht. Bis dass der Sturm, der diese Zeit bewegte, auch meinen Garten auseinanderfegte und auch die Wand zerfiel, die um mich stand, die mit Entfremdung mich umhegte. Nun lag dem Blick geöffnet weites Land. Da sah ich Horizonte sich bewimmeln. Es war mein Volk, das aus dem Dunkel schritt. Es hob, wie ich, den Blick zu neuen Himmeln. Und plötzlich, liebend, fühlt ich, was es litt. Ich ging zu ihm. Es nahm mich auf und mit.
Nun endlich atme ich wieder frei und schreite. Mit meinem Volke schreite ich Seit an Seite. In meine Werke kam ein neuer Sinn. Wo Nacht und Enge ist nun Licht und Weite. Jetzt erst begreif ich endlich, wer ich bin. Ich fühle neuen Schöpfergeist sich regen. Hier wirkt die Liebe, die das Volk vergibt. Denn es beschwingt und läutert, den es liebt. Und neuen Ufern treibt mein Schiff entgegen im Strom der Kräfte, die die Welt bewegen.